Julia arbeitete in einem Prada-Geschäft in New York. Alles war sehr teuer und die meisten Kunden zahlten mit Kreditkarte. Eines Tages kaufte eine Frau eine Handtasche, ein Portemonnaie und ein Kleid. Alles zusammen kostete $3.990. Doch die Dame wollte in bar bezahlen. Julia verweigerte die Annahme und rief die Polizei. Warum? Achte mal auf die Banknoten, mit denen die Frau bezahlen wollte. Das sind zwei 2000-Dollar-Scheine. Die gibt es gar nicht. Die Polizei wurde verständigt, dass ein entflohener Gefangener mit einer Passagiermaschine zu ihnen unterwegs war. Daraufhin wurden Polizisten zum Flughafen geschickt, um ihn abzufangen. Sie erspähten drei Personen, die dem Verbrecher ähnlich sahen. Sieh dir die Passagiere an. Welchen würdest du verhaften? Dieser Mann muss der Häftling sein. Er ist der Einzige, der kein Gepäck dabei hat. Vermutlich, weil er gerade erst aus dem Knast ausgebrochen ist. In einer kleinen Stadt ereignete sich ein Raubüberfall. Jemand raubte einen Juwelier in einem Einkaufszentrum aus. Um 18.03 Uhr gingen im Einkaufszentrum 8 Minuten lang alle Lichter aus. Als das Licht wieder anging, waren die meisten teuren Stücke aus der Auslage verschwunden. Die Polizei verhörte drei Hauptverdächtige. Jakob sagte, ich habe im Elektronikfachmarkt ein Geschenk für meinen Sohn ausgesucht, als das Licht ausging. Ich war so verwirrt wie alle anderen auch. Florian antwortete, ich war nicht mal im Einkaufszentrum. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Und Sarah erwiderte, ich war auf der Toilette, um mein Make-up nachzuziehen. Ich habe gar nicht bemerkt, dass die Lichter ausgegangen sind. Wer ist jetzt der Hauptverdächtige? Sarah. Sie sagt, sie hätte nicht gemerkt, wie das Licht ausgegangen ist, aber es ging im gesamten Einkaufszentrum aus, also auch auf den Toiletten. Sie lügt. Eva wollte schon immer eine Katze haben, aber ihre Mutter erlaubte es nicht. Eines Tages fand sie ein Kätzchen auf der Straße und nahm es mit. Sie versteckte es 2 Wochen lang erfolgreich in ihrem Zimmer. Doch eines Morgens kam sie in die Küche und ihre Mutter fragte, sag mal, versteckst du eine Katze in deinem Zimmer? Wie hat sie das herausgefunden? Eva trägt kurze Hosen. Ihre Beine sind ganz zerkratzt. Die Mutter hat einfach nur 1 und 1 zusammengezählt. Zu Halloween kamen allerlei Gestalten in die Stadt und mischten sich unter die Leute. Wochen vergingen, doch manche Wesen blieben einfach da und taten so, als wären sie Menschen. Die Polizei sollte die übrigen entlarven. Die Suche nach einem Vampir ergab folgende Verdächtige. Sie alle kommen nur bei Nacht heraus. Welcher von ihnen ist der echte Vampir? Dieser Mann ist bleich, aber das muss nichts heißen. Dieser Typ trägt eine silberne Kette. Das kann kein Vampir sein. Aber diese Gestalt hat überhaupt kein Spiegelbild. Das ist ganz bestimmt kein Mensch. Nils arbeitet in einem Club. Seine Aufgabe ist es, die Gäste zu kontrollieren und keine verdächtigen Personen oder Leute unter 21 Jahre hereinzulassen. Sieh dir diese Ausweise an und finde heraus, wer den Club betreten darf. Hier kommt der erste Gast. Was sagst du zu diesem Mann? Nicht reinlassen. Die Person auf dem Foto sieht komplett anders aus. Das ist nicht sein Ausweis. Okay, hier kommt die nächste. Augen auf. Erkennst du hier irgendetwas Verdächtiges? Sie scheint in Ordnung zu sein. Lass sie rein. Der nächste bitte. Was ist mit diesem Ausweis? Reinlassen oder nicht? La
Las Vegas ist hier mit W geschrieben, ein Tippfehler, der für ein offizielles Dokument absolut inakzeptabel wäre. Dieser Ausweis ist gefälscht. Da kommt schon die nächste. Was meinst du? Können wir sie reinlassen? Hier scheint alles okay zu sein. Lass sie rein. Und diese Frau, ist bei ihr auch alles in Ordnung? Da kann ich auch nichts Verdächtiges finden. Rein mit ihr. Na gut, dann kommt hier der letzte Gast. Rein oder raus? Sieh genau hin. Die Frau auf dem Foto hat rechts ein braunes und links ein grünes Auge. Die Frau, die vor dir steht, hat aber ein braunes linkes Auge und ein grünes rechtes Auge. Das ist verdächtig. Sie bleibt draußen. Amelie liebt moderne Kunst und würde gerne ihre Geschwister zu einer Ausstellung mitnehmen. Eine Eintrittskarte für eine Person kostet 18 Euro. Eine Karte für zwei Personen kostet 30 Euro und drei Personen zahlen 45 Euro. Sie will so wenig wie möglich ausgeben. Sollte sie mit ihren beiden Geschwistern auf einmal gehen oder lieber mit jedem einzeln? Es ist billiger, wenn alle drei zusammengehen. Das kostet 45 Euro. Geht Amelie mit jedem von ihnen einzeln, muss sie zweimal 30 Euro bezahlen. Das wären insgesamt 60 Euro. Ellie liebt Süßigkeiten. Jeden Freitag kauft sie für die ganze Woche ein. Heute hat sie Schokoriegel, Geleebohnen und Gummibärchen gekauft. Alle Packungen enthalten Schokoriegel bis auf 2. Alle Packungen enthalten Geleebohnen bis auf 4. Und alle Packungen enthalten Gummibärchen bis auf 4. Wie viele Päckchen pro Sorte hat sie eingekauft? Alle bis auf 2 enthalten Schokolade. Das heißt, es gibt 2 Packungen, in denen etwas anderes ist. In einer sind Geleebohnen, in der anderen Gummibärchen. Schokolade und Gummibärchen sind zusammen 4 Packungen. Also hat sie 3 Schokoriegel gekauft. Navi ist eine Fee, die in einem Zauberwald lebt. Jeden Tag fliegt sie denselben Weg zum See. Am Freitag war sie gerade zum See unterwegs, als ihr ein paar andere Gestalten entgegenkamen. 2 Elfen, 3 Feen und ein Gnom. Wie viele Wesen waren am Freitagmorgen auf dem Weg zum See? Nur eine, Navi. Alle anderen waren in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Lilly und Delia sind Zwillingsschwestern. Beide Mädchen haben im Geschichtstest schlecht abgeschnitten. Ihre Mutter lässt sie daraufhin das ganze Wochenende büffeln. Mitten am Tag kommt die Mutter rein, um nach den Mädchen zu sehen. Sieh dir Lilly und Delia an. Welche von beiden hat nicht wirklich gelernt? Delia, das Buch in ihrer Hand handelt nicht von Geschichte, sondern Physik. Bestimmt hat sie sich einfach das Erstbeste gegriffen, als sie ihre Mutter kommen gehört hat. Eine reiche Dame checkte in eines der besten Hotels der Stadt ein. Als sie ihren Schlüssel bekam, bemerkte sie, dass jemand ihren Koffer gestohlen hatte. Die Polizei befragte 3 Verdächtige. Herr Kirchner sagte, "Ich würde nie etwas stehlen. Ich bin reich. Ich wohne im Penthouse in der 20. Etage." Frau Janosch antwortete, "Ich bin gerade erst zum Hotel zurückgekommen. Ich war den ganzen Tag unterwegs." Und Frau Schmidt entgegnete, "Ich würde nie etwas stehlen. Ich habe selbst genug Kram." Na? Herr Kirchner benimmt sich seltsam. Er kann gar nicht in der 20. Etage wohnen, da das Hotel nur 18 Etagen hat. Annika nahm an einer Spielshow teil und gewann. Sie erhielt 3 exklusive Geschenke. Eine Givenchy-Tasche, eine Armani-Sonnenbrille und einen Porsche. Der Haken war, dass sie die Geschenke nur mitnehmen durfte, wenn sie zwischen Original und Fälschung unterscheiden konnte. Sie braucht deine Hilfe.
Das sind die beiden Givenchy-Taschen. Eine ist echt, die andere ein Imitat. Für welche sollte Annika sich entscheiden? Diese. Hier sehen wir das korrekte Logo. Das muss die echte sein. Hier haben wir zwei scheinbar identische Sonnenbrillen, aber nur eine ist wirklich von Giorgio Armani. Welche? Diese. Hier stimmt das Logo. Und schließlich der Porsche. Kennst du dieses Logo ganz genau? Das ist das Richtige. Super gemacht! Ramona rief am frühen Morgen die Polizei. Sie berichtete folgende Geschichte. Ich arbeite in einem Museum. Gestern habe ich ein paar uralte Bücher für eine Recherche mitgenommen. Doch dann gab es einen Stromausfall. Ich zündete ein paar Kerzen an und arbeitete weiter. Plötzlich läutete es an der Tür. Als ich die Tür öffnete, schlug mich eine maskierte Person nieder. Als ich wieder zu mir kam, waren die Bücher verschwunden. Der Polizeibeamte verhaftete die Frau wegen Falschaussage. Warum? Hätte es einen Stromausfall gegeben, hätte es auch nicht an der Tür läuten können. Nachdem eine Bank ausgeraubt wurde, entdeckte die Polizei im Park eine Tasche mit Geld. Sie lag zwischen Kakteen. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest. Den wahren Dieb zu identifizieren, hatte nicht lange gedauert. Weißt du, wer es ist? Es ist der linke Mann. Er ist der einzige mit Kratzern, die er sich bei den Kakteen zugezogen haben muss. Wachtmeister Baumann hielt einen Mann auf, der aus einer Boutique kam. Die Verkäuferin behauptet, sie hätten teure Handschuhe gestohlen. Das sind meine Handschuhe. Ich habe sie seit einer Ewigkeit, erwiderte der Mann. Aber der Polizist wusste sofort, dass der Mann log. Woher? Diese Handschuhe hat er bestimmt noch nie benutzt. Sie sind beide für dieselbe Hand. Eine Familie mit zwei Teenagern machte Urlaub am Strand. Sie wohnten in einem kleinen Bungalow ganz nah am Wasser. Zunächst war alles wunderbar, doch nur zwei Tage nach ihrer Ankunft verschwand ihr jüngster Sohn. Die Polizei machte vier verdächtige Dinge fest. Die Familie sollte sagen, ob sie eventuell einen von ihnen wiedererkannten. Die Mutter des Teenagers sah auf den ersten Blick, wer hinter dem Verschwinden ihres Sohnes steckte. Wer? Dieser Mann trägt die Mütze des vermissten Jungen. Michael war auf dem Weg vom Fitnessstudio nach Hause. Plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen. Als er zu sich kam, befand er sich in einem abgeschlossenen Raum. Neben der Tür stand ein Computer mit einer Tastatur. Auf dem Bildschirm stand ein Rätsel. Michael musste die richtige Antwort eingeben, um die Tür zu öffnen. So lautete das Rätsel. Es macht aus einem Menschen zwei. Was ist es? Michael gab die Antwort ein, die Tür sprang auf und Michael konnte gehen. Wie lautete die Antwort? Ein Spiegel! Polizeiwachtmeister Krause ging an einem Winterabend eine Straße entlang. Plötzlich sah er, wie eine Person mit einer schwarzen Maske aus dem Fenster eines Hauses kletterte. Die Person trug zwei große Taschen. Das musste ein Dieb sein. Er verfolgte die Person, doch sie verschwand hinter einer Ecke. Krause war klar, dass der Räuber sich in einem dieser Häuser versteckte. Aber in welchem? Es kann nicht das linke sein, dort sind viel zu viele Leute. Vor dem rechten Haus sind im Schnee keinerlei Fußspuren zu erkennen. Dort war also eine Weile niemand. Dann kann es nur das mittlere Haus sein.
Oliver wurde in seiner Wohnung angegriffen und landete im Krankenhaus. Die Polizei hatte 4 Verdächtige. Sie alle waren Olivers Nachbarn. Amelie sagte, sie wäre seit dem frühen Morgen im Park spazieren gegangen. Henry erklärte, er hätte in seinem Atelier gemalt und nichts gehört. Jakob berichtete, er hätte sein Auto repariert. Sophie sagte, sie hätte die letzten 3 Stunden in der Badewanne gelegen. Sieh dir die Hände der Personen an und finde heraus, wer von ihnen lügt. Es ist ein wenig seltsam, dass Jakob, der sein Auto repariert hat, und Henry, der gemalt hat, so saubere Hände haben. Aber sie können Handschuhe getragen haben. Sophies Hände allerdings sind kein bisschen schrumpelig. Dabei wäre das die normale Reaktion der Haut, wenn man 3 Stunden in der Wanne verbringt. Wie viele Steine benötigt man, um ein Gebäude zu vollenden? Nur einen, nämlich den letzten. Ein Mann wollte ein gebrauchtes Auto kaufen. Er fand eines für 9.000 Euro. Er kaufte es und gab keinen Pfennig dafür aus. Wie ist das möglich? Bei einem Preis von glatt 9.000 Euro zahlst du sicher nicht mit Cents und schon gar nicht mit Pfennigen. Prüfen wir nun deine Mathekenntnisse. Wie schreibst du 45, indem du ausschließlich die Ziffer 4 verwendest? Nils schlich sich abends aus dem Haus, um seine Freundin zu treffen. Der Teenager dachte, er wäre besonders leise und vorsichtig gewesen, aber die ganze Familie wusste Bescheid. Ihnen war klar, dass er Mitternacht zurückkehren würde und schlossen eine Wette ab. Wer Nils als erster sehen würde, wenn er über den Zaun kletterte, sollte der Sieger sein und eine Woche lang keine Hausarbeit erledigen müssen. Um nicht einzuschlafen, schaltete Nils Vater den Fernseher ein. Der Großvater las im Wohnzimmer ein Buch. Die Oma ging in die Küche, um Pizza zu backen, und Nils Mutter ging ins Schlafzimmer, setzte sich auf den Boden und begann zu meditieren. Wer wird Nils als erster sehen, wenn er nach Hause kommt? Seine Mutter. Ihre Augen sind bereits an die Dunkelheit gewöhnt. Sie wird ihn daher schneller sehen als alle anderen. Der Chef einer großen Firma rief die Polizei. Er war sich sicher, dass eine seiner Angestellten, Victoria, eine Speicherkarte mit Geheiminformationen gestohlen hatte. Sie wollte sie an die Konkurrenz verkaufen. Die Polizei kam bei Victoria an, aber ohne Durchsuchungsbefehl kamen sie nicht herein. Sie zogen also wieder ab, um die nötigen Dokumente zu besorgen. Als sie zurückkehrten, saß Victoria bereits im Auto, um loszufahren. Die Polizisten verhafteten die Frau. Sie durchsuchten das Auto und ihre Kleidung, fanden aber nichts. Als sie schon aufgeben wollten, wurde einem Polizisten plötzlich klar, wo Victoria die Speicherkarte versteckte. Weißt du es auch? Als die Polizei zum ersten Mal zu ihrem Haus kam, hatte Victoria offene Haare. Jetzt hat sie eine andere Frisur. Die Speicherkarte steckt in ihrem Dutt. Martin fuhr an einer Bushaltestelle vorbei und erblickte 3 Personen. Eine davon war Monika, eine Frau, in die er verknallt war. Außerdem standen dort sein Freund Samuel und eine ältere Dame, die aussah, als würde sie frieren. Leider hatte er nur einen Platz im Auto frei. Was sollte er tun? Er sollte Samuel sein Auto leihen, um die ältere Dame nach Hause zu fahren. So lange könnte er an der Bushaltestelle mit der Frau, die er so mochte, warten und sie besser kennenlernen. Während eines Brandes wurde eine Bank ausgeraubt. Der Wachmann erzählte der Polizei, er hätte eine Tasche mit Geld retten wollen. Doch dann hätte er sich direkt vor dem Notausgang die Schuhe zubinden müssen. In diesem Moment sprang die Tür auf und knallte ihm vor den Kopf. Als er wieder zu sich kam, war das Geld verschwunden. Warum wurde der Wachmann verhaftet? Alle Notausgänge öffnen sich nach außen.
Kommissar Reuter ging in der Mittagspause in den Park. Doch dann zogen drei Männer, die um einen Brunnen rannten, seine Aufmerksamkeit auf sich. Alle drei riefen: Dieb! Haltet den Dieb! Der Polizist war verwirrt. Wer war denn nun der Dieb? Er sah ihnen eine Weile zu und irgendwann verkürzte sich der Abstand zwischen den Männern. Kommissar Reuter war sofort klar, wer der wahre Dieb war. Weißt du's auch? Wäre der dritte Mann der Dieb, bräuchte sich der zweite nur umdrehen, um ihn zu fangen. Dasselbe gilt für den zweiten Mann. Also ist der erste der Verbrecher. Jemand raubte in einer großen Stadt eine Bank aus. Ein Polizist kam, um den Hauptverdächtigen zu verhören. Ich habe mich die ganze Woche nicht gut gefühlt und die Wohnung seit 3 Tagen nicht verlassen. Ich habe nicht mal was gegessen. Mein Kühlschrank ist voll, sehen Sie selbst, sagte der Verdächtige und öffnete den Kühlschrank. Aber der Polizist bemerkte sofort, dass er log und verhaftete ihn. Wie kam er darauf? Zunächst einmal liegt ein frisches Brot auf dem Tisch. Außerdem wäre der Kühlschrank nicht so voll, wenn der Mann bereits seit 3 Tagen zu Hause geblieben wäre. Schau dir dieses Bild an. Was stimmt hier nicht? Feuerwehrautos sind rot, nicht grün, oder? Gut gemacht. Und was ist mit diesem Bild? Es gibt keine Schmetterlinge im Winter. Und noch ein Bild für dich. Schau dir die Leute an. Fällt dir irgendetwas Seltsames auf? Ja, sie spielen Tennis, aber mit einem kleinen Fußball. 2 Männer wurden zur gleichen Zeit geboren, aber sie feiern ihre Geburtstage nicht am selben Tag. Wie kann das sein? Sie wurden in verschiedenen Zeitzonen geboren und in einer hatte schon der nächste Tag begonnen. Captain Jack war ein gefürchteter Pirat, der mit Hilfe eines Tricks tausende Schiffe überfallen hatte. Mit diesem Trick konnte er sich jedem Schiff aus jedem Land nähern, nahe genug, um es ohne Probleme zu entern. Was war sein Trick? Jack hatte eine Sammlung von Flaggen aus verschiedenen Ländern. Anstatt seiner gefürchteten schwarzen Jolly Roger-Flagge hisste er die Flagge des Landes, aus dem das sich nähernde Schiff kam. Ein Mann war in einem 9-stöckigen Haus, als ein Feuer ausbrach. In Panik sprang er aus dem Fenster, aber verletzte sich nicht. Wie kann das sein? Der Mann sprang aus dem 1. Stock aus dem Fenster. Schau dir diese Leute an. Einer von ihnen kommt aus der Zukunft. Erkennst du wer? Guck genau hin. Genau, es ist der Typ da. Er hat ein Smartphone in seiner Tasche. Das sieht aus wie ein normales Picknick im Park. Aber einer von den Leuten ist ein Zeitreisender. Wer? Es ist der Typ mit dem USB-Port an seinem Arm. Auf diese Party wurde eine Person aus einer anderen Epoche eingeladen. Erkennst du sie? Es ist der Typ, der die Ritterrüstung trägt. Armer Kerl. Damit beeindruckt man heute keine Frauen mehr. Mark wurde in einem Keller eingesperrt. Es gab keine Fenster, nur eine Tür mit einem Buchstabenkombinationsschloss. Und er fand einen Zettel mit einem Hinweis. Wie lautet das Codewort? Mark
Mark hat das Codewort rausbekommen und konnte entkommen. Es lautet SMART. Der Schlüssel zur Lösung ist das Alphabet. P plus 3 Buchstaben ist S, N minus 1 Buchstabe ist M und so weiter. Lisa stellte am Morgen fest, dass eine größere Summe Geld aus ihrer Geldbörse fehlte. Ihr Mann war auf Geschäftsreise. Die einzigen, die das Geld genommen haben könnten, waren ihre 3 Kinder. Ihre 17-jährige Tochter Karen, ihr 15-jähriger Sohn Christopher oder ihr 12-jähriger Sohn David. Lisa fragte ihre Kinder, was sie am Abend zuvor gemacht hatten. Karen sagte, dass sie gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen sei, weil sie Kopfschmerzen hatte. Christopher sagte, dass er mit seinem besten Freund Niklas in einem Club war. Und David sagte, er war beim Fußballtraining. Lisa wusste sofort, wer das Geld genommen hatte. Weißt du es auch? Christopher hat gelogen. Er ist erst 15 und kommt gar nicht in einen Club rein. Melanie lud ihre Kollegin Maria zum Abendessen ein. Maria war überrascht, denn sie dachte, Melanie würde sie nicht mögen. Aber die Gastgeberin bereitete ein sehr gutes Essen vor. Sie hatte Thunfisch gemacht. Sie schnitt den Fisch in 2 Hälften und jeder aß ihre Portion auf. Aber kurz darauf wurde Maria blass und verlor das Bewusstsein. Sie kam ins Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung. Einige Tage später wurde Melanie verhaftet, weil sie versucht hatte, Maria zu vergiften. Aber wie soll sie das gemacht haben? Beide Frauen haben doch das Gleiche gegessen. Das Gift befand sich auf dem Messer, mit dem Melanie den Fisch halbiert hatte. Aber es war nur auf einer Seite, sodass nur Marias Stück vergiftet war. 5 kosten 25 Euro und 25 50 Euro. Wenn du 250 kaufst, zahlst du 75 Euro. Was kaufst du und wie viel kostet ein Artikel? Du kaufst Türnummern. Und eine Ziffer kostet 25 Euro. Du segelst mit deiner Yacht um die Welt, als ein heftiger Sturm aufzieht. Dann schlägst du mit dem Kopf gegen das Deck und wirst ohnmächtig. Als du wieder zu dir kommst, bist du an einem Strand, umgeben von unfreundlich aussehenden Inselbewohnern. Offensichtlich mögen sie keine Fremden, aber sie bieten dir 3 Möglichkeiten an. Du kannst wählen zwischen der Höhle, die mit Taranteln gefüllt ist, der Grube, die voll mit gelben Skorpionen ist, oder du freundest dich mit hungrigen Löwen an. Welche Option wählst du, um zu überleben? Entscheide dich für die Vogelspinnen. Die meisten sind harmlos für Menschen. Michaela erhielt eine Nachricht vom Sicherheitsdienst, dass sich ein gefährlicher Krimineller ins Bürogebäude geschlichen hatte. Sie sollte so schnell wie möglich von dort verschwinden, also rannte sie zu den Aufzügen. Beide gingen gleichzeitig auf und in jedem stand ein verdächtig aussehender Typ. Für welchen Aufzug sollte Michaela sich entscheiden? Sie sollte in den 2. Aufzug steigen. Der Kriminelle hatte das Gebäude gerade erst betreten. Er kann also noch nicht vom oberen Stockwerk kommen. Du fährst schon seit Stunden und kein Zeichen von Zivilisation. Irgendwann musst du dir eingestehen, dass du dich verfahren hast. Du bist müde, hast Durst und Hunger und kein Geld. Plötzlich entdeckst du am Straßenrand 4 Türen. Hinter der ersten Tür gibt es jede Menge Trinkwasser. Hinter der 2. gibt es eine Menge leckeres Essen. Hinter der 3. Tür steht ein bequemes Bett in einem gemütlichen Hotelzimmer. Und wenn du die 4. Tür öffnest, siehst du einen Haufen Geld. Welche Tür wirst du zuerst aufmachen? Die erste Tür, die du aufmachst, sollte deine Autotür sein. Am Morgen ging Paul in seinen Garten und sah etwas Seltsames auf seiner Wiese. Dort lagen mehrere Kohlestücke, eine Karotte und ein Schal. Pauls Grundstück war eingezäunt, also konnte niemand diese Dinge dorthin gelegt haben. Wie sind sie mitten auf die Wiese gekommen?
Es war eine warme Nacht und der Schneemann, der da stand, ist geschmolzen. Kommissar Lukas Braun wurde zur Technischen Uni gerufen, weil dort immer häufiger geklaut wurde. Innerhalb einer Woche konnte er 3 Verdächtige ermitteln. Was hast du gemacht, als der letzte Diebstahl passiert ist? Fragte er jeden von ihnen. Thomas sagte, ich war nicht da. Ich musste meine jüngere Schwester zum Musikunterricht fahren. Annetta sagte, ich war in der Bibliothek, um mich auf meine Präsentation vorzubereiten. Und Ronny sagte, ich fahre bald mit meinen Eltern nach Dänemark. Deshalb lerne ich gerade die Sprache Dutch. Kommissar Braun wusste sofort, wer lügt. Weißt du's auch? Es war Ronny. In Dänemark spricht man Dänisch und Dutch, also Niederländisch, ist die Amtssprache in den Niederlanden. 4 Gefangene nahmen jeden Montag am Kunstunterricht teil. Die Wärter begleiteten sie in den Kunstraum und durchsuchten sie am Ende jeder Unterrichtsstunde. Alle Gefangenen hatten ihr eigenes Kunstmaterial, das sie in ihren Zellen aufbewahrten. Die Frage ist, wer von ihnen hat mehr Chancen zu entkommen? Die Zeit ist vorbei und die Antwort lautet dieser Gefangene. Er kann seine Farben nutzen, um seine Kleidung grün anzumalen. So sieht er aus wie ein Wärter und kann einfach aus dem Gefängnis spazieren. Räuber haben 3 Bankangestellte entführt, um geheime Finanzinformationen zu bekommen. Die Angestellten waren in einem Keller mit nur einem Fenster hoch über dem Boden eingesperrt. Die Männer erkannten, dass mindestens einer von ihnen fliehen und die Polizei alarmieren konnte. Sie bauten einen menschlichen Turm, aber der obere erreichte trotzdem nicht das Fenster. Was können sie tun, um zu entkommen? Der größte von ihnen sollte nach oben klettern, denn er wird auch längere Arme haben und das Fenster erreichen können. James ist ein berühmter Blogger. Er will in einem verlassenen Spukschloss ein Video drehen. Er hat das Haus noch nicht mal betreten und sieht schon 4 seltsame Dinge, die ihn ausflippen lassen. Siehst du sie auch? Diese Fußabdrücke auf dem Boden sind ziemlich riesig. Es ist Winter, aber an dem Kirschbaum hängen Kirschen. Am Himmel sollte der Mond stehen, nicht der Saturn. Außerdem hat die schwarze Katze 4 Pfoten, hinterlässt aber nur 3 Abdrücke. James läuft um das Schloss herum und verirrt sich im Gartenlabyrinth. Aber nach einer Weile schafft er es zur Eingangstür. Findest du den Weg, den James genommen hat? Das ist der einzige Weg, der durchs Labyrinth führt. Natürlich ist die Tür verschlossen. James muss einen 4-stelligen Code eingeben. Entdeckst du einen Hinweis? Sieh dir die Tür genauer an. Da sind 4 Sterne drauf gemalt. Der erste hat 5 Strahlen, der zweite 4, der dritte 9 und der vierte hat 7. Der richtige Code lautet also 5497. James geht ins Schloss. Es ist stockdunkel. Plötzlich schnappt sich jemand seine Kamera und rennt in die Bibliothek. Er folgt dem Dieb. In der Bibliothek trifft er auf einen Werwolf, einen Vampir und einen weiblichen Geist. James befragt alle 3. Der Werwolf sagt, ich bin nur wegen der Zauberbücher hier. Ich will einen Weg finden, wieder ein Mensch zu werden. Ich habe mit dem Raub nichts zu tun. Der Geist sagt, jemand hat Kirschsaft auf mein Lieblingsshirt verschüttet. Ich war eine Stunde im Bad, um es rauszuwaschen. Ich habe also nichts Verdächtiges gesehen. Und der Vampir sagt, es ist erst früh am Abend, ich bin eben erst aufgestanden. Was will ich überhaupt mit deiner Kamera? Wer lügt? Du kannst keinen Saft auf einen Geist schütten. Der weibliche Geist lügt. James betritt einen weiteren gruseligen Raum mit 3 Spiegeln. Aber nur einer zeigt sein wahres Spiegelbild. Hilft James, es zu finden. Nur der zweite Spiegel zeigt die Wahrheit. Oh, yeah.
James betritt den Toilettenraum, aber alle Kabinen sind besetzt. Entdeckst du den Zombie unter ihnen? Der Zombie sitzt hinter der linken Tür. Siehst du die Hände? Die sind grün. Dann bekommt James eine Einladung für eine Party. Die Schlossbesitzerin Luna hat Geburtstag. James betritt den Saal und sieht 7 hübsche Hexen am Tisch. Sie sehen sich alle sehr ähnlich, aber jede Hexe trägt ein andersfarbiges Outfit. Wer ist nun die Geburtstagshexe? James hat es nach ein paar Sekunden erkannt. Er geht zu einer der Hexen, schüttelt ihre Hand und sagt: "Danke für die Einladung, Luna." Woher wusste er das? Schau dir mal die Geschenke an. Jede Hexe hat 1 mitgebracht, das farblich zu ihrem Outfit passt. Aber da steht kein grünes Geschenk. Folglich trägt Luna das grüne Kleid. Luna führt James zu 4 Geistern und sagt: "Willkommen, Fremder. Das ist meine Oma." Kannst du James sagen, welcher Geist Lunas Großmutter ist? Es ist der 3. Geist. Sie trägt die gleiche Brosche wie Luna. Eine der Hexen, Zelda, mag James und will ihn beeindrucken. Sie zeigt ihm ein paar Bilder von ihrem tollen Urlaub. Aber James erkennt sofort, dass das Fälschungen sind, wie das. Schau dir mal den Winkel der Schatten auf diesem Bild an. Es ist offensichtlich, dass Zelda sich in diesen schicken Strandurlaub gefotoshoppt hat. Während der Party bekommt Luna eine Nachricht von ihrem Freund, Carl. Er lebt allein, 20 Minuten vom Schloss entfernt. Er schreibt: "Entschuldige, dass ich später komme, Schatz, ich muss noch arbeiten." Luna schreit: "Lügner!" und blockiert ihn. Aber warum? Das liegt an seinem Selfie. Auf dem Glas hinter ihm ist Lippenstift. Luna trennt sich also von Karl. Dann teleportiert sie mit einem Zauberspruch 3 gut aussehende Zauberer zum Abendessen. Sie stellt ihnen eine einzige Frage. Habt ihr eine Freundin? Magnus sagt: "Lady, ich arbeite rund um die Uhr. Ich bin zu beschäftigt für eine Romanze." Tristan sagt: "Oh nein, ich hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung." Ambrosius antwortet: "Nein, ich bin zu wählerisch. Ich bin immer noch auf der Suche." 2 Zauberer lügen. Weißt du wer? Magnus. Auf seiner Brust hat er ein romantisches Tattoo, den Namen einer Dame. Und Tristan hat diese verräterische Bräunungslinie um seinen Ringfinger. Er hat also einen Ehering. James geht in die Küche, um Luna beim Kaffee zu helfen. Ihm fallen sofort 3 seltsame Dinge auf. Siehst du sie auch? Die Kerzenflammen auf diesem Gemälde scheinen zu brennen. Auf dem Regal hinter den Gläsern versteckt sich ein Zombie. Und dann macht Luna noch Salz in die Kaffeekanne. Luna kommt zurück in den Saal und sieht, dass jemand ihr liebstes Ölgemälde bemalt hat. Sie befragt 4 verdächtig wirkende Gäste. Magnus sagt: "Ich habe das Bild gar nicht bemerkt." Sophia sagt: "Tut mir leid, ich habe eben telefoniert." Zelda sagt: "Keine Sorge, Schatz, ich male dir ein neues, das besser aussieht." Und Glinda sagt: "Ich war im Bad, ich weiß nicht, wer das Gemälde bemalt hat." Wer war's? Glinda, ihr Nagellack hat die gleiche Farbe wie die Spur auf dem Gemälde. Luna begleitet James in den Garten und verwandelt ihn in Stein. Erkennst du den verzauberten James unter diesen 3 Statuen? Unter einer richtigen Statue wächst normalerweise kein Gras mehr. Aber weil James erst seit ein paar Minuten aus Stein ist, wächst unter ihm noch Gras. Diese Statue ist es also. James bittet Luna, ihn gehen zu lassen. Sie sagt: "Okay, aber zuerst musst du mein Rätsel lösen. Wenn ich 3 Wassermelonen und 4 Orangen in einer Hand hätte und 4 Wassermelonen und 3 Orangen in der anderen, was hätte ich dann?" Kannst du James helfen, das herauszufinden? Um dieses Rätsel zu lösen, musst du wörtlich denken. Die richtige Antwort lautet: "Sie hätte sehr, sehr große Hände."
James wacht in einem staubigen Keller auf. Er irrt umher und kommt zu diesen drei Türen. Aber jede Tür wird von einer gruseligen, magischen Kreatur bewacht. Ein hungriger Vampir versteckt sich hinter der ersten Tür. Und hinter der zweiten wartet ein feuerspeiender Drache. Hinter der dritten lauert eine riesige Mutantenratte. Welche Tür sollte James wählen? James sollte die erste Tür nehmen. Schau mal aus dem Fenster, es dämmert. Das heißt, der Vampir schläft schon. James verlässt das Schloss und geht nach Hause. Dann sieht er einen verdächtigen Mann mit einer großen Tasche in der Nähe einer luxuriösen Villa. James fragt den Mann, was er da mache. Der Mann sagt, es sei sein Haus und er wolle seine alten Sachen einem wohltätigen Zweck spenden. James ruft sofort die Polizei. Warum? Wirf mal einen Blick auf das Fenster. Das Glas ist zerbrochen und das Shirt des Mannes ist eingerissen. Welcher Hausbesitzer klettert durchs zerbrochene Fenster rein? Keiner, sondern nur ein Dieb. Endlich kommt James nach Hause. Er checkt seine E-Mails und hat 3 Mails von 3 Hexen bekommen. Glinda bietet ihm einen Studienplatz an ihrer Zauberschule an. Zelda lädt James ein, ihre Villa in der Antarktis zu besuchen. Und Sophia lädt ihn zu einem Date ein. Nur eine E-Mail meint es ernst. Weißt du welche? Die E-Mail von Glinda ist offensichtlich Spam. Er wird nicht namentlich begrüßt und der Link ist auch verdächtig. Zelda schickt im Anhang ein Bild von ihrer Villa, aber die liegt eindeutig nicht in der Antarktis. Also ist nur Sophias E-Mail echt. James stimmt dem Date zu. Als er am Treffpunkt ankommt, steht er nicht einer, sondern 5 Sophias gegenüber. Ein böser Zauberer hat sie geklont. Er sagt James, du hast nur eine Chance, die echte Sophia zu wählen. Wenn du es schaffst, lass ich sie gehen. Hilft James, die echte Sophia zu finden. Die erste Dame hat Kiemen. Damit fällt sie schon mal weg. Die Zähne der zweiten Dame haben zu viele Lücken. Die vierte Sophia hat 2 linke Hände und die 5. hat lilafarbene Augen. Doch die Augen der echten Sophia sind grün. James sollte also die dritte Dame wählen. Barbara arbeitet in einem historischen Museum als Archäologin. Ein mysteriöser Mann kommt mit diesen 3 alten Schriftrollen und bittet sie um eine Einschätzung. Er sagt, er habe sie während seiner Reise in Peru gefunden. Nur eine dieser Schriftrollen ist echt. Erkennst du welche? Die erste Schriftrolle sieht ziemlich alt aus, aber darauf ist ein Flugzeug abgebildet. Sie ist also eine Fälschung. Und die dritte Schriftrolle ist nur ein Ausdruck. Siehst du das Wasserzeichen? Stockfoto in englischer Sprache? Daher ist nur die 2. Schriftrolle echt. Yes! Barbara nimmt die Originalschriftrolle mit in ihr Labor, um sie genauer zu untersuchen. Entdeckst du in diesem Raum etwas Seltsames? Diese Mumie trägt eine Smartwatch. Barbara findet heraus, dass diese Schriftrolle eine Schatzkarte ist. Doch dann geht das Licht in ihrem Labor für 30 Sekunden aus. Als es wieder an ist, sieht Barbara, dass die Schriftrolle geklaut wurde. Sie befragt 3 ihrer Kollegen. Rosa sagt, das Licht ist so plötzlich ausgegangen, dass ich mir beim Vase-Restaurieren in den Finger geschnitten habe. Nick sagt, ich stand in der Nähe des Verkaufsautomaten, als der Strom ausfiel. Er hat mein Geld gefressen, aber keine Erdnüsse ausgespuckt. Und Kevin sagt, ich habe in den letzten 20 Minuten auf dem Balkon meditiert. Was ist überhaupt passiert? Wer lügt hier? Nick. Er sagte, der Automat hat ihm keine Erdnüsse gegeben. Aber was ist das dann in seiner rechten Hand? Und Rosa lügt auch. Alle ihre Finger sind in Ordnung. Die Diebe flohen mit der Schriftrolle. Aber zum Glück hatte Barbara Fotos von ihr mit ihrem Handy gemacht. Und jetzt ist sie auf dem Weg nach Peru, um den Schatz als Erste zu finden.
Diese drei Typen haben Privatjets und bieten Barbara einen Flug an. Aber nur einer ist vertrauenswürdig. Kommst du drauf, wer? Der zweite Typ ist ein flüchtiger Krimineller. Sein Bild hängt da an der Wand. Und das Flugzeug des dritten Typen hat keine Windschutzscheibe. Deshalb sollte Barbara mit dem ersten Piloten fliegen. Hallo! Barbara kommt im archäologischen Expeditionscamp an. Ihr wird gesagt, dass sie den Big Boss, Bill, im roten Zelt findet. Barbara schaut sich um und entdeckt diese drei roten Zelte. Weißt du, in welchem Bill steckt? Alle Fußabdrücke rund um das erste Zelt sind Spuren von einem Tier, was bedeutet, dass wir dieses Zelt ausschließen können. Jemand hat Bills Namen auf das dritte Zelt geschrieben. Aber schau mal genauer hin, da ist auch ein Pfeil, der auf das Nachbarzelt zeigt. Bill ist also im zweiten Zelt. Hallo. Barbara bittet Bill um Hilfe. Er sagt, ich helfe dir, wenn du mir hilfst, das fehlende Fragment dieses alten Wandteppichs zu finden. Hilf Barbara, dieses Rätsel zu lösen. Das dritte Fragment passt perfekt. Barbara und Bill haben diese Karte, um den Schatz zu finden. Aber sie ist verdreht. Kannst du ihnen sagen, welche der drei Routen sie zum Schatz führen wird? Es kann nur der zweite Weg sein. Bill und Barbara erreichen ihr Ziel. Sie stehen vor drei Tunneln, die zur Gruft mit der Schatzkammer führen. Im ersten Tunnel spielt eine Tigermutter mit ihren Jungen. Im zweiten Tunnel krabbeln tausende Eidechsen und Skorpione rum. Und im dritten Tunnel wimmelt es nur so von hungrigen Ratten, die seit einem Jahr nichts gefressen haben. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Der dritte. Ratten sind zwar widerstandsfähig, aber so lange halten sie ohne Futter nicht aus. Das heißt, sie sind nicht gefährlich. Die beiden gelangen in einen größeren Raum. Aber alle Schätze sind hinter dieser Tür verschlossen. Hast du eine Ahnung, wie man die öffnen kann? An der Tür sind drei Räder mit fünf verschiedenen Symbolen. Es ist ein altes Codeschloss. Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben. Oh, da ist er ja. Alles, was wir tun müssen, ist, die entsprechenden Symbole finden und das Rad drehen. Ein Blatt für einen Baum, das Auge für den Menschen und Wasser für einen Becher. Barbara und Bill betreten den nächsten Raum. Hier wartet aber noch ein Rätsel auf sie, das sie hoffentlich zum Schatz bringt. Da stehen vier alte Steine. Welcher bringt sie weiter? Diese drei Steine sind gleichmäßig mit Moos bewachsen. Aber der dritte Stein ist nackt. Was macht ihn anders? Wahrscheinlich können sie mit ihm eine Geheimtür öffnen. Schließlich gelangen Barbara und Bill in die Grabkammer. Sie ist mit Gold und Edelsteinen gefüllt. Aber auch mit drei versteckten Gefahren. Siehst du sie? Giftige Säure tropft von der Decke. Da sie Steine verätzen kann, wird sie auch für Menschen gefährlich sein. Eine Schlange versteckt sich da hinten zwischen den Goldmünzen. Und diese Statue bewegt sich. Plötzlich stürzt sich die Zombie-Statue auf Barbara und Bill. Sie rennen weg und gelangen zu diesen drei Türen. Aber im ersten Raum wütet ein großes Feuer. Im zweiten krabbeln tonnenweise eklige Kakerlaken rum. Und der dritte Raum ist gespickt mit mechanischen Fallen. Hilft den beiden, die richtige Tür zu wählen. Sie sollten durch den zweiten Raum verschwinden. Bill hat doch die Fackel in der Hand und Kakerlaken haben Angst vor Feuer. Sie werden ihnen also ausweichen.
Endlich sind Barbara und Bill draußen. Aber irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Entdeckst du irgendwas Merkwürdiges? Schau dir mal diesen Baum an. An ihm wachsen Äpfel und auch Orangen. Oh. Dieser Felsen schwebt in der Luft. Außerdem wirft Bill einen Schatten nach rechts und Barbaras Schatten geht nach links. Barbara und Bill kehren zum Camp zurück. Sie will Bilder vom Schatz an die peruanische Behörde schicken. Aber die Internetverbindung ist so langsam. Barbara will erstmal duschen gehen. Aber als sie zurückkommt, ist ihr Telefon weg. Sie fragt drei Leute, die in der Nähe stehen. Diego sagt, ich war damit beschäftigt, das Abendessen zu kochen. Das können mehrere Leute bestätigen. Bill sagt, vielleicht waren es deine Kollegen von der Arbeit. Ich sag den Wachen, sie sollen besser im Lager aufpassen. Und Maya sagt, ich meine, eine Silhouette eines Mannes gesehen zu haben, der vor 5 Minuten aus deinem Zelt kam. Wer hat ihr Telefon gestohlen? Bill, er telefoniert mit seinem Telefon, aber in seiner Hemdtasche vibriert ein anderes. Barbara erkennt, dass Bill ein Schuft ist. Aber es ist zu spät. Er hat ihr Schlaftabletten in den Tee gemischt. Barbara wacht in einem unheimlichen Keller auf. Bill sagt, keine Sorge, ich lass dich gehen, wenn du es schaffst, die richtige Tür auszuwählen. Barbara sieht 3 Türen und hinter jeder lauert eine Gefahr. Hinter der ersten sitzt eine Gorilla-Familie. Hinter der zweiten eröffnet sich ein Becken mit Krokodilen. Und der dritte Raum ist ein Kühlschrank. Jeder, der dort eine Nacht verbringt, wird zu Eis. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Barbara sollte die 3. Tür wählen. Sie muss ja nur durch den Raum gehen und nicht die ganze Nacht dort verbringen. Barbara läuft durch den Dschungel und findet schließlich eine Straße. 3 Leute bieten ihr an, sie mitzunehmen. Aber nur einer von ihnen hat gute Absichten. Hilft Barbara, diese Person zu finden. Der Biker sieht ziemlich durchsichtig aus. Er ist kein Mensch, sondern ein Geist. Diese Frau hat ein schickes Auto, aber auf dem Rücksitz sitzt ein unheimliches Monster. Also sollte Barbara zu diesem LKW-Fahrer und seinen süßen Lamas steigen. Barbara erreicht das Polizeirevier und berichtet über Bill. Ein paar Stunden später wird er verhaftet. Barbara geht zu Bill, um mit ihm zu reden. Aber sie erkennt, dass er plant, heute Nacht mit einem Zellengenossen auszubrechen. Wie das? Er hat eine verschlüsselte Anweisung an die Wand gemalt. Dieser Rebus bedeutet Escape Tonight, also fliehe heute Nacht. Barbara kann sich nun entspannen und nach Hause fahren. Lisa und ihre besten Freundinnen, Laura, Jana und Rita, machten eine Pyjama-Party. Sie beschlossen, sich im Wohnzimmer einen Film anzusehen. Lisa ging in die Küche, um ein paar Snacks zu holen. Als sie zurückkam, lag Laura bewusstlos am Boden. Rita sagte, ich habe mit meinem Freund telefoniert. Plötzlich hat Jana Laura mit einem Kissen geschlagen und sie fiel hin. Ich weiß nicht warum. Jana sagte, Rita lügt. Sie hat Laura heftig mit einem Kissen attackiert, mit voller Absicht. Wer lügt? Beide. In dem Raum gibt es gar keine Kissen. Nach dem Film beschlossen die Mädchen, Ouija zu spielen. Sie riefen den Geist einer bekannten Sängerin. Plötzlich bewegte sich der Pfeil des Spiels wie von Geisterhand und schrieb Egad 3 Hykone Bil Bukue. Kannst du Lisa und ihren Freundinnen helfen, die Nachricht zu entschlüsseln? Sie lautet, euch bleiben noch 3 Tage.
Die Mädchen bekamen riesige Angst und beendeten das Spiel. Laura schlug vor, ein paar Fotos zu machen. Es entstanden viele süße Schnappschüsse, doch als sie sich ansahen, bekamen sie noch mehr Angst. Warum? Auf diesem Bild sind alle vier Freundinnen, aber wer hat dann das Foto geschossen? Lisa verkündete, dass es an der Zeit wäre, schlafen zu gehen. Doch als sie ihr Zimmer betraten, rannten sie sofort schreiend wieder raus. Warum? Sieh in den Spiegel, ein gruseliger Schatten winkt ihnen. Lisa schlug daher ihren Freundinnen vor, im Schlafzimmer ihrer Eltern zu übernachten. Sie selbst legte sich aufs Sofa im Wohnzimmer. Der laufende Fernseher beruhigte sie. Mitten in der Nacht hörte sie Geräusche im Schlafzimmer und sah schnell nach ihren Freundinnen. Alle schienen zu schlafen. Hast du eine Idee, wer von ihnen draußen gewesen ist? Laura, sie hat Blätter in den Haaren. Am nächsten Tag treffen sich Lisa, Rita und Laura im Klassenraum. Sie machen sich ernste Sorgen. Warum? Das ist Janas Platz. Er ist leer. Sie ist nicht zur Schule gekommen. Sie hat nicht Bescheid gesagt. Sieh nur, Lisa trägt eine Kaffeetasse mit Janas Namen darauf. Jana tauchte nicht auf und ging auch nicht ans Telefon. Lisa, Rita und Laura besuchten sie daher. Sie fanden das Mädchen in ihrem Zimmer unter einer Decke. Die Freundinnen bekamen es mit der Angst zu tun. Weißt du warum? Jana hat ihre Fenster mit dichten Vorhängen verdunkelt und die Form ihrer Ohren und Zähne hat sich verändert. Sie verwandelt sich in einen Vampir. Laura beschloss, bei Jana zu bleiben. Derweil besuchten Rita und Lisa ihre Tante Vera. Sie betrieb einen Zauberladen mit verschiedenen Zaubertränken. Als Vera hörte, was mit Jana geschehen war, sagte sie: "Okay, ich benötige 3 Zutaten, um einen heilenden Trunk zu brauen. Das ist die erste. Wenn ich es bekomme, legt ihr bei Rot los und hört bei Grün auf. Weißt du, welche Zutat das ist?" Es ist eine Wassermelone. Für die zweite Zutat nahmen Vera, Rita und Lisa mit auf ihre Kirschplantage. Rita pflückte 8 Kirschen, Lisa 13 und Vera 14. Wie viele Äpfel haben sie gemeinsam geerntet? Keinen. Auf einer Kirschplantage wachsen keine Äpfel. Sie wuchs in der Nähe des unheimlichsten Hauses der Stadt. Vera beauftragte Lisa und Rita, die Pflanze zu finden und zu ihr zu bringen. Während Rita den Garten durchsuchte, sah Lisa sich das Haus genauer an. An der Tür hing ein Schild mit einem seltsamen Namen: Gisele Skur Alifel. Sie öffnete die Tür und trat ein. Plötzlich schlug hinter ihr die Tür zu. Unzählige Vampirfledermäuse stürzten sich auf sie. Lisa zerrte wie wild an der Tür. Da erkannte sie, dass dort etwas stand. Ändere die Buchstabenreihenfolge in Gisele Skur Alifel. Sie schrie die Antwort und die Tür ging auf. Was hat sie gesagt? Der wahre Name des Ortes war Gruselige Villa. Rita entdeckte 3 Wurzelgemüse im Garten. Doch welches davon war Mandragora? Kannst du sagen, welches Gemüse Rita mitnehmen soll? Selbst wenn du noch nie eine Mandragora gesehen hast, kannst du die anderen Pflanzen ausschließen. Das ist definitiv eine Karotte und das ist rote Beete. Also muss das übrige Mandragora sein. Lisa und Rita wollten den unheimlichen Ort schnell verlassen. Doch da traten sie in eine Falle und stürzten in eine tiefe Grube.
Sie sahen sich um und entdeckten 3 Tunnel in die Freiheit. Im ersten Tunnel wartete ein feuerspeiender Drache auf sie. Er war sehr wütend und hasste Menschen. Im zweiten Tunnel befand sich ein Portal zu einem schwarzen Loch. Im dritten Tunnel wuchsen riesige Kakteen, deren Pflanzensaft hochgradig giftig war. Für welchen Weg sollten Lisa und Rita sich entscheiden? Den dritten. Die Kakteen haben keine Stacheln. Außerdem sind die Mädchen ja nicht gezwungen, den Pflanzensaft zu trinken. Vera bereitete den Trunk für Jana zu. Lisa und Rita brachten ihn zu ihr nach Hause. Doch als sie ankamen, war niemand in dem Zimmer. Janas Eltern sagten, Laura und Lisa seien zusammen weggegangen und hätten sich sehr seltsam benommen. Rita sagte, oh nein, sie haben sich beide in Vampire verwandelt. Wir müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Findest du irgendwelche Hinweise in Janas Zimmer? Sieh dir den Laptop an. Sie haben offenbar Zugfahrkarten gekauft, um Janas Oma in München zu besuchen. Lisa und Rita stiegen in den Zug. Neben ihnen waren 4 weitere Personen im Waggon. Einer von ihnen hatte keine Fahrkarte. Weißt du, wer diese Person ist? Diese Frau. Sie versteckt sich hinter der Kopfstütze des Sitzes, um von der Kamera nicht erfasst zu werden. Als der Zug durch einen Tunnel fuhr, gingen die Lichter aus und die Passagiere bekamen Angst. Als die Lichter wieder angingen, rief ein Fahrgast, »Hilfe! Jemand hat meine Tasche gestohlen!« Lisa erkannte den Dieb sofort. »Und du? Weißt du es auch?« Dieser Typ. Unter seinem Sitz liegt Make-up und sein Fenster ist offen. Er hat den Inhalt der Tasche in seinen Rucksack gestopft und die Tasche aus dem Fenster geworfen. Rita und Lisa kamen in München an und fuhren zu Janas Großmutter. Doch sie irrten sich immer wieder im Haus. Im ersten Haus begegneten sie dieser älteren Dame und im zweiten dieser. Kannst du sagen, welche der beiden Damen gefährlich ist? Die zweite. Sie führt etwas im Schilde, während die erste lediglich Vorbereitungen für eine Halloween-Party trifft. Schließlich fanden Lisa und Rita das richtige Haus. Die Tür stand offen. Als sie eintraten, sahen sie Janas Oma bewusstlos am Boden liegen. Sie hatte einen Vampirbiss am Hals. Plötzlich tauchten Jana und Laura aus dem Nichts auf. Sie hatten blasse Gesichter, scharfe Zähne und spitze Ohren. Sie kamen näher und näher, bereit, ihre Freundinnen zu beißen. Plötzlich begann Rita zu lachen und rief aus, »Schluss damit! Das ist nichts weiter als ein Streich!« Wie kam sie darauf? Jana spiegelt sich im Spiegel und Laura wirft einen Schatten. Sie sind also keine echten Vampire. Es war nur ein Halloween-Streich. Jana hüpfte unter die Dusche, um ihr Vampir-Make-up zu entfernen. Doch jemand hatte Farbe in den Duschkopf gefüllt und das Wasser wurde grün. Jana befragte Lisa, Rita und Laura. Lisa sagte, ich habe die Wäsche gewaschen und dann Kiwi-Marmelade gekocht. Ich muss gehen, sonst brennt sie an. Laura sagte, ich habe direkt vor dir geduscht und meine Haare gewaschen. Was ist los? Warum bist du so grün? Und Rita sagte, ich lerne für meine Geometriearbeit. Könnt ihr bitte leise sein? Wer hat Jana einen Streich gespielt? Laura sagte, sie hätte gerade erst ihre Haare gewaschen, aber sie sind trocken und geflochten. Außerdem trägt sie ein Kleid unter ihrem Bademantel. Höchst verdächtig. Rita beschloss, nun auch Laura einen Streich zu spielen. Sie nahm einen Luftballon und ein Papiermuffinförmchen. Sie füllte den Ballon mit etwas Wasser und platzierte ihn in dem Förmchen. Dann trug sie Rasierschaum auf und streute ein paar Streusel darüber. Nun sah es aus wie ein echter Cupcake. Rita war sehr stolz auf sich. Plötzlich hörte sie, wie die anderen in die Küche kamen.
Rita stellte ihren Cupcake zu den anderen auf den Teller und versteckte sich unter dem Tisch. Laura, Lisa und Jana sahen die Cupcakes und bedienten sich. Weißt du, wer den falschen Cupcake erwischt hat? Jana, die echte Sahne zerläuft bereits, während der Rasierschaum immer noch perfekt aussieht. Jana, Rita, Laura und Lisa wollten nun auch Halloween feiern. Sie klopften bei den Nachbarn. Michael öffnete die Tür. Die Mädchen riefen, Süßes oder Saures? Michael erwiderte, ich werde euch stattdessen mit Diamanten beschenken, wenn ihr mein Rätsel löst. Du findest mich stets in der Vergangenheit. Ich werde in der Gegenwart geboren, aber die Zukunft kann mir nichts anhaben. Was bin ich? Jede der Freundinnen bekam einen wunderschönen Diamanten. Wie lautet ihre Antwort? Geschichte. Die Mädchen gingen zu einer Halloween-Party im Ort. Die Gastgeberin wollte sie ohne Passwort aber nicht hereinlassen. Doch sie kannten es nicht. Der Frau gefielen ihre Kostüme, also gab sie ihnen einen kleinen Hinweis. Ich esse Muscheln. Ich lebe im Ozean. Ich bewege mich langsam. Ich habe 5 Arme. Was bin ich? Im Handumdrehen waren Jana, Rita, Laura und Lilly auf der Party. Wie lautete das Passwort? Seestern.